Wer hat welche Chancen, in den kommenden Landtag einzuziehen? Wenn kommenden Sonntag die Wahl wäre, klettert nach der Umfrage von Infratest DIMAP die SPD auf 23%. Die AfD legt ebenfalls zu auf 27% und bliebe die stärkste Fraktion. Die CDU sackt leicht ab auf 18%. Die Grünen kommen nur noch auf 5% und müssen um den Einzug ins Parlament bangen. Die Linke wäre mit 4% draußen, ebenso BVB-Freie Wähler, die auf 3% kommen. Das BSW bleibt mit 15% auf hohem Einstiegsniveau. Der Rest kommt zusammen auf 5%. Bei einer nicht repräsentativen Straßenumfrage nach dem wichtigsten Thema, das die Politik angehen müsse, sind für die Menschen ganz unterschiedliche Dinge ausschlaggebend. Migration und dass die Wirtschaft wieder mal auf den Punkt gebracht wird, dass man sieht, dass es mal wieder aufwärts geht. Soziale Gerechtigkeit in erster Linie, also guter Verdienst für die Leistungsträger, Mindestlohn, solche Dinge interessieren mich. Auf jeden Fall, dass die ganzen Verbrecher hier rauskommen. Man traut sich ja nicht mal mehr auf die Straße wirklich. Ausländer, die sich hier integrieren, die sollten auf jeden Fall bleiben. Aber Ausländer, die hier Straftaten begehen, die sollten wirklich abgeschoben werden. Die Schulen vielleicht besser zu unterstützen, ne, mehr Lehrer. Für mich ist ganz wichtig Strukturwandel, Bildung, Wohnung ist auch ein großes Problem. Und dass alle die zu Recht bei uns von anderen Ländern bei uns wohnen, dass die wirklich würdig aufgenommen werden. Medizinisch ist manchmal noch nicht alles so wirklich in Ordnung in den Krankenhäusern. Rente würde ich sagen. Ja, ich finde halt, es gibt zu viele alte Leute, die immer Flaschen sammeln müssen und das darf eigentlich nicht sein. Laut Infratest DIMAP steht das Thema Flüchtlinge und Migration bei 40% der Wählerinnen und Wähler ganz oben. Bildung ist 26% der Befragten am wichtigsten, Verkehr kommt auf 12% und das Gesundheitswesen auf 11%. Auf jeden Fall zeigt die Wahlumfrage, dass die Stimmengunst der Wählerinnen und Wähler in Bewegung ist. Thomas Bittner ist bei mir, unser Experte aus der Redaktion Landespolitik. Guten Abend, Thomas. Thomas, Migration ist offenbar das wahlbestimmende Thema in Brandenburg. Wem nutzt das und wem macht das Probleme? Es nützt denen, die das Thema schon sehr früh auf der Agenda hatten, früher als andere Parteien und nicht einfach nur als Thema für eine Lösungskompetenz, sondern als Problemthema. Und deshalb die AfD offensichtlich. BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, hatte ja auch dieses Thema, aber die können zumindest in diesem Trend nicht davon profitieren. Wobei man ja beim BSW sagen muss, sie kommen von null, da sind die 15% natürlich schon ein guter Wert. Man merkt an der Stimmung, dass sich doch einiges verändert hat im Vergleich zu ein paar Monaten oder im Vergleich zum Beispiel zur Zeit vor der letzten Landtagswahl. Als wir 2019 dieselbe Frage gestellt haben, da stand ganz vorne Verkehr, Infrastruktur, gefolgt von Bildung, Schule und Platz 3 war Klima, Umwelt. Klima, Umwelt ist heute ein Thema, für das sich kaum noch einer interessiert und auch solche Themen wie Renten, Löhne, Mieten ziemlich weit hinten. Heute sieht es also ganz anders aus und andere Parteien profitieren. Kommen wir mal zum aktuellen Regierungschef. Was bedeutet denn dieser Brandenburg Trend und das Ergebnis, das wir gerade gesehen haben, für Dietmar Woidke? Der hatte ja angekündigt, nur weitermachen zu wollen, wenn er wirklich als Sieger, sprich vor der FDP mit seiner SPD, ins Ziel einfährt. Ja, man muss sich die Frage stellen, hat diese Strategie einen Effekt? Vergleichen wir doch mal mit den Zahlen, die wir vor 4 Wochen hatten. Wir gucken uns das mal an im Vergleich zu der Zeit vor 4 Wochen. Unten sehen Sie die Gewinne und Verluste im Vergleich zur letzten Umfrage. Da sehen wir, ja, mit der Strategie kann die SPD plus 4 Punkte machen, aber die AfD kann auch plus 4 Punkte machen. Und das ist das Problem der SPD. Sie beweist, dass sie damit etwas gewinnen kann, aber sie kann den Abstand zur AfD nicht verkürzen. Und ein zweites Problem, alles, was sie an Plus macht, geht auf Kosten ihrer jetzigen Koalitionspartner. CDU und Grüne verlieren, das kann natürlich auch ein Pyrrhus-Sieg werden. Und für Dietmar Woidke ist es, glaube ich, dann auch eine schwierige Strategie. Wie geht es jetzt weiter? Denn entweder sagen die Leute, ja, der kann es schaffen, wir sind für die SPD, wir sind für Woidke. Es kann aber auch sein, dass jetzt nach dieser Umfrage manche sagen, der ist ja eigentlich schon weg. Warum soll ich den wählen? Warum will ich nicht eine andere Konstellation? Also sehr riskante Strategie. Spannend auf jeden Fall. Aber was heißt denn das, was wir gerade eben gesehen haben, für eine mögliche Regierungsbildung nach der Wahl? Also so rein zahlenmäßig kann man sagen, Kenia könnte weiter regieren unter 2 Bedingungen. Die Grünen müssten drin sein und die CDU müsste die Grünen-Allergie überwinden. Es könnte natürlich auch sein, dass CDU und SPD zusammen regieren können und das BSW mit ins Bündnis holen. Es könnte auch sein, dass BVB, Freie Wähler, mit einem direkten Mandat tatsächlich noch
in den Landtag einzieht und dann Zünglein an der Waage ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Strategie, denn keiner weiß, wer soll denn diese Regierung führen. Ein CDU-Ministerpräsident Jan Redmann ist nicht denkbar nach diesen Zahlen und Dietmar Woidke ja wohl auch nicht nach diesen Zahlen. Ja, es kann auf eine ganz spannende Situation hinauslaufen. Schauen wir noch mal auf die AfD. Alle Parteien, die jetzt eine Rolle spielen in dieser Umfrage, haben angekündigt, nach einer Wahl nicht mit der AfD koalieren zu wollen. Wie aber sehen denn die Brandenburgerinnen und Brandenburger diese Frage? Also eine Mehrheit sieht das auch nicht. Wir wollten wissen, finden Sie eine AfD-Regierungsbeteiligung eine gute Idee oder nicht so eine gute Idee? Und da sehen wir ein knappes Drittel. 31% finden, das ist eine gute Idee. Aber eine deutliche Mehrheit, auch fast zwei Drittel, sagen, das ist keine gute Idee. Und wenn wir noch mal ein bisschen genauer nachfragen, welche Anhänger finden denn die Idee einer Regierungsbeteiligung der AfD gut, dann ist natürlich ganz klar, gucken wir uns das Ergebnis mal an. Wir haben nach Anhängern sortiert. Da sehen wir, die Anhänger, also 31%, finden es gut. Und natürlich, fast geschlossen, AfD-Anhänger wollen die AfD in der Regierung sehen. Man sieht auch, das ist dann nicht mehr aus Protest gewählt, sondern aus Überzeugung. Ein gutes Viertel der BSW-Anhänger können sich auch die AfD in der Regierung ganz gut vorstellen. Aber wir sehen, alle anderen Parteien können eigentlich mit der Idee nichts anfangen. Also die Anhänger der anderen Parteien, muss man sagen. Ich stelle die gleiche Frage, aber diesmal nach BSW. Die könnte ja auch zur Königsmacherin werden. Ja, da sind die Brandenburger noch unentschieden. Da kann man sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Tatsächlich, wenn wir genau die Zahl uns anschauen, sehen wir, dass 42% der Brandenburger sagen, gute Idee, wäre eine gute Idee, die Regierung mit BSW aufzufüllen. Aber genauso viele sagen, es ist nicht gut. Also da sind die Brandenburger noch unentschieden. Es ist eben eine Blackbox, dieses BSW, dieses Bündnis. Und das muss sich dann erst zeigen, ob das wirklich funktioniert. Vielen Dank, Thomas Bittner. Das alles eine Umfrage, also ein Stimmungsbild, kein Wahlergebnis. Das wollen wir noch mal herausarbeiten. Dankeschön und sind dann gespannt, wie es in knapp 2,5 Wochen ist. Ja,